Herzlich willkommen zu den Gedanken zum Advent heute am Montag, den 19. Dezember. Die Tageslosung steht in Jesaja 62, Vers 2. Du sollst mit einem neuen Mund genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Dazu der 2. Korintherbrief als Lehrtext, der 5. Kapitel, 17. Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du sollst mit einem neuen Mund genannt, mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Als Christen bekommen wir unseren Namen bei der Taufe. Da wird er meistens ja der, den die Kinder schon am Standesamt gekriegt haben von den Eltern, wird er nochmal besonders genannt. Es kommt bisweilen noch ein Patenname mit hinzu. Und des Herrn Mund nennt diesen Namen. Wir als Kirche tun das stellvertretend. Insofern verstehe ich dieses Jesaja-Wort, natürlich ein alttestamentliches, für uns als Christen übertragen, auf die Taufe bezogen. Gott selber gibt uns unseren Namen. Und der Name eines Menschen ist ja was ganz Besonderes. Dadurch wird seine Identität auch mitgeprägt, macht ihn einmalig. Natürlich gibt es Namen öfter, aber bestimmte Menschen kennen wir eben bei ihrem Namen. Und den Namen zu wissen, ist ja auch was Besonderes. Da gibt es ja sogar Märchen, denken Sie ans Rumpelstilzchen, wo das Thema Namen besonders genannt wird. Und nun heißt es eben, du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und das macht dann natürlich unseren Namen zu etwas Besonderem. Der Lehrtext deutet das dann so, dass eben wer in Christus, so wie es ich jetzt dann verstehe, wer getauft ist, der ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. Wir werden in Christus zu neuen Menschen mit einem neuen Namen. Zusammen alle Christen und jeder selbst mit seinem persönlichen Namen. Lassen wir uns also von Gott mit unserem neuen Namen ansprechen und so als neue Kreatur leben. In diesem Sinne, Gott befohlen und bleibt gesund.